Du hast Skoliose, möchtest was dagegen tun, weißt aber nicht was. Ich kann dir jetzt kein totales Versprechen geben, dass sich da was ändert, aber es gibt ein paar Möglichkeiten, die du hast, ganz gezielt dagegen zu arbeiten. Am besten allerdings muss ich sagen, ist es, du nimmst dann noch einen Fachmann dazu, einen der von uns ausgebildeten Therapeuten beispielsweise, der nochmal genau ins Detail gucken kann, um die Übungen, die ich jetzt zeige, und mit der Faszienrollmassage, die ich jetzt zeige, noch ein bisschen genauer umgehen zu können. Wir beginnen mit einem ganz einfachen Test, um herauszufinden, welche Übung dir überhaupt helfen könnte. Und zwar, du stellst dich und gehst jetzt einfach mal mit dem Körper nach unten, lässt dich so weit wie möglich durchhängen und fühlst rein, was sich hier hinten abspielt bei dir, ob deine Skoliose, die Seitverschiebung, die Rotation sich irgendwie bemerkbar macht. Wenn du jetzt merkst, da gibt es eine Spannung, irgendwo, kann ich so nicht erraten, wo die bei dir ist, ja, dann dreh ein bisschen und dreh ein bisschen zur anderen Seite und guck, wo es mehr zieht. Oder geh ein bisschen mit dem Rumpf insgesamt seitlich, ja, also zieh den ein bisschen nach der Seite auf, jawohl, und nach der anderen Seite und guck, was mehr zieht. Und da, wo es mehr zieht, das wäre so eine Übungsposition. Dann kommst du wieder hoch und machst das Gleiche nach hinten. Du lässt dich nach hinten überstrecken, Hände aufs Gesäß, war völlig okay, und fühlst wieder rein. Wie zieht's? Und dann drehst du ein bisschen deinen Rumpf, zieht's jetzt mehr, oder nochmal zur anderen Seite, nicht das Becken, Ina, sondern nur den Rumpf. Jawohl. Okay? Wo zieht's mehr? Und dann gehst du ein bisschen in die Seitbeuge nach links und nach rechts. Was zieht mehr? Das wäre deine Übungssituation oder Position. Komm wieder gerade. Und jetzt gehst du bitte mal nach links. Ziehst dich richtig nach links und fühlst in deinen Rücken und gehst nach rechts und machst das Gleiche. Was ist unangenehmer? Wo zieht's mehr? Angenommen, das zieht mehr, dann bleibst du dort und guckst wieder, wie kannst du das ziehen? Durch ein kleines nach hinten gehen, kleines nach vorne gehen, noch weiter extremieren. Das wäre deine Übungsposition. Und zu guter Letzt gehst du nochmal in diese Position und rotierst deinen Rumpf nach links, so weit wie es geht. Merkst dir, wie sich das anfühlt. Und, hallo Ina, und gehst zurück nach rechts. Und merkst dir, wie sich das anfühlt. Und dort, wo es mehr zieht, wo du mehr in deiner Skolioseregion merkst, wie Spannung sich aufbaut, genau da musst du rein. Angenommen, das war bei der Linksrotation, dann gehst du in die Linksrotation und versuchst in diesem Punkt, wo es zieht, das Ziehen, das Dehnen, den Dehnungsschmerz noch zu verstärken, unter 10, aber versuchen so stark wie möglich unter 10 zu machen. Vielleicht überstreckst du ein bisschen dabei oder du beugst ein bisschen nach rechts zur Seite oder ein bisschen nach links zur Seite. Da, wo es am meisten zieht, das ist deine Übungsposition. Und zum Schluss zeige ich dir gleich noch, wie du gezielt rollen kannst, um das ein bisschen zu bessern. Nimm dir jetzt die Medi-Rolle und wir machen genau 3 Rollmanöver. Ja? Ina, geh mal weiter oben zur Matte, dass wir dann Platz nach unten haben ein bisschen. Und leg dich mal mit dem Rücken drauf und mach ruhig ziemlich schnell. Wir wollen es ja nur zeigen und roll mal praktisch entlang bis oben hin. Okay, das ist das Rollmanöver Nummer 1. Dort, wo es unterwegs bei deiner Skoliose am meisten wehtut, machst du extrem langsam. Da, wo es nicht so wehtut, da machst du ruhig einen Tick schneller, aber immer noch langsam. Ja, aber da, wo du merkst, oh, das ist genau das, was mich immer quält, da bist du super, super langsam. Zehntel Millimeter pro Zehntel Millimeter bewegst du dich nach vorne. In der geraden Position. Dann machst du das Gleiche, geh nochmal hoch, ja, fang nochmal von vorne an. So, und jetzt machst du das Gleiche, aber rotierst deinen Rumpf ganz leicht nach links und guckst jetzt, genau, stützt dich schön ab, guckst jetzt genauso, wo komme ich in den Bereich rein, der mich immer quält. Und machst das dann auch viel langsamer, als Ina jetzt zeigt, genau in der Position. Und dann Nummer 3. Machst du das Gleiche nochmal, fang wieder dort an. Aber jetzt gehst du ein bisschen in der Rotation nach rechts, sodass du von rechts mehr rankommst.
ist vielleicht schon ein bisschen extrem, muss man fühlen, ja, dass du noch viel Berührfläche hast und machst das Gleiche wieder. Überall da, wo du merkst, oh, das sind diese Spannungen meiner Skoliose, die mich immer quälen, wenn du die spürst, ausgelöst durch die Rolle, bingo, dann haben wir gewonnen, weil dann machst du da ganz, 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 ganz langsam. Und jetzt die beste Nachricht, wenn du die Übung machst und wenn du die Faszienrollmassage machst, dann wird genau da entspannt, wo die größten Spannungen sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht weiter verschlimmert, ist ziemlich hoch. Vielleicht sogar kann sich das zurückentwickeln. Das ist vom Fleiß deiner Übungen, von der Häufigkeit, in der du das machst, abhängig und vom Körper selbst. Ja, nun wünsche ich dir viel Spaß dabei, herauszufinden, wo für dich die Übungspositionen sind, sei es bei den Übungen, sei es beim Rollen. Ansonsten freue ich mich sehr, gerade bei dem Thema, über Kommentare von euch Betroffenen. Ja, schreibt mir ganz, ganz viele Kommentare, fragt, ich versuche es zu beantworten. Ja, und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der tut es bitte jetzt und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr versäumt. Daumen nach oben, freuen sich Ina und ich sehr.